Hallo und herzlich willkommen zurück zu Get to the Keyboards mit mir zurecht und Dota 2. Wir sind auf dem Testklienten und ich möchte euch weiter die neuen Tools hier zeigen. Wir haben vorhin mit Sniper gelernt, wie man das hier alles macht. Ja, Mechaniken 2 hieß das Tutorial. Dann haben wir ein Dota Overview uns ansehen müssen und nun kommen wir zu Sharp Eye vs. Mogul Khan. Ja, Tutorial Lane Introduction. Wir lernen Fighting in der Lane. Defend and Attack bei den Towers und Starting Items. Das heißt, jetzt, nachdem wir das so einigermaßen gelernt haben, was überhaupt so möglich ist in dem Spiel, gehen wir hoffentlich jetzt mal wirklich auf eine Lane. Auf eine wirklich Lane und lernen das Spiel auch mal öfter besser kennen. Und ja, in der Tat, wir kommen endlich auf die Original-Map. Denn das ist ja eben die Sache, die ich zuerst kritisiert habe, dass das ja so fernab von dem Spiel ist, die Tutorials, aber ich glaube, so langsam wird es dann eben auch realistischer. So, wir werden jetzt eben ja, die Suggested Items hier kaufen. Das finde ich auch okay, dass sie das so machen. Ja, auch hier können wir dann irgendeine Ability wählen. Nehmen wir einfach mal Shrapnel zum Pushen hier. Ist eigentlich falsch. Ein Kurier können wir uns noch holen. Wunderbar. Yes. So, mit sind wir gesichert für die Midlane. Können da erstmal hinlaufen. Creeps sind schon da. Und ja, schreibt in die Kommentare, was ihr von den Tutorials haltet. Ich muss einmal kurz gucken. Ist das eigentlich schon? Ja, das ist auch schon das neue Sniper-Model. Sniper-Model wurde nämlich auch reworked und das ist das neue. Einfach Texturen schärfer, ein paar Details noch eingefügt. Ja, wollen wir mal unsere Mid-Tower defenden und den anderen Mid-Tower ordentlich umhauen. So. Können wir den ja schon mal ein bisschen stressen. Ja, und hier ist ja, hier sind auch schon keine Arcane Boots mehr. Das habe ich ja kritisiert gehabt. Er hat sich Wards gekauft, ja, das war schon mal ganz cool. Na. Ja, auf normalen Game würde man nicht vielleicht unbedingt Shrapnel natürlich nehmen. Wow! Da würde auch das ehrlich gesagt nicht passieren. Warum hat der mich denn jetzt attackt? Und natürlich fies gegen Axe. Sondern man würde eher Headshot und Take-Aim nehmen, um den Gegner schnell auf der Lane natürlich mega stressen zu können. Können wir mal skillen. Da bin ich gerade eigentlich zu blöd zum Last-Hitten mit Sniper. Oh Gott! So, aber wir können jetzt mal unseren Kurier auch mal ein bisschen benutzen. Und kaufen uns hier mal so ein paar Dinge. Zum Beispiel. Ach, kann man uns eigentlich schon fast holen. Oh.
So, denn das meiste hier brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Da wir hier nicht in einem normalen Spiel sind. Ja, aber das Tutorial ist natürlich jetzt ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Denn wenn es das jetzt... Ach, ich kann doch nicht mal so auf die Sidelines. Denn wenn es das hier natürlich jetzt bleibt, oder dabei bleibt, ohne weitere... Also ich meine, wir haben natürlich alles gehört, also was verlange ich, ja? Oh ne, die kann er gerne hier lassen. Also was verlange ich, ja? Run and gun. Da steht der andere jetzt rum. My spotter directs. Yes. Und abgebrochen. Na, vielleicht sollte ich mir doch über die Mana Boots holen, ne? Sure is shooting. Na gut, die KI hier in dem Tutorial scheint ja auch sehr brillant. Ja, und natürlich ist Schrapnell ganz geil, weil es halt auch auf die Tower geht. Na, warum hat er jetzt nicht... Ach so, okay. Tja, also eigentlich wissen wir ja eigentlich alles aus den ersten Tutorials. Bleibt hinter den Creeps, macht die Last Hits und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Das war es ja, was da so wichtig war. Jetzt können wir das auch eigentlich mal auf Tower machen. Wie gesagt, sollte den Tower auch schädigen, außer die haben es irgendwie rausgenommen. Oh. Ja, nee. Line of sight. Yes. Shoot him up. Tja, gut, ich habe da jetzt mir ein bisschen mehr von versprochen. Das heißt, wenn ihr wahrscheinlich schon längst alle ausgeschaltet habt, kann ich mir das gut vorstellen. Aber ich will ja auch wissen, was danach passiert am Ende. Ansonsten wäre das hier gerade wirklich mehr als stumpf. So, damit können wir doch schon mal ganz gut leben jetzt hier. Und die Tower sollte gleich dann auch schon eigentlich fallen. Spielen die, die Snipers von den Menschen. Haben wir denn jetzt 700? Ja, die Dings, ne? Sollte doch, hatte doch aus, ne? Ja, aus. Yes. So, dann haben wir es jetzt ja auch mal geschafft. Und Tatsache, das war wirklich. Und wir haben so ein Cape für Sniper bekommen. Ja, aber das war es dann ja wirklich. Okay. Das nächste Tutorial können wir uns einmal wenigstens ansehen. Und ja, Tatsache. Wir sollen jetzt einfach mit 10 weiteren Helden einfach in der Mitte spielen. Ja, gut, das ist jetzt tutorialmäßig vielleicht nicht so geil. Weil es eben auch nicht nur die Midlane gibt, sondern auch andere Sachen. Gut, nach 5 kompletten Practice-Matches gegen Bots haben wir einigermaßen das Spiel verstanden vielleicht. Aber trotzdem, so geil finde ich die Tutorials dann doch nicht. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wohl wieder mit einem richtigen Gameplay. Bis dann und ciao, ciao.